Video geht es um die Mensch-Roboter-Kollaboration, die wir Ihnen an dem Beispiel von einer Montage einer Leitungsgruppe darstellen wollen. Genau. Die Leitungsgruppe besteht aus einem biegsamen Kabel, an deren Ende zwei Stecker sind. Diese werden auf einer Platine montiert. Dabei wird der erste Stecker auf die erste Platine gesetzt und der zweite Stecker auf die zweite Platine. Dadurch werden beide Platinen miteinander verbunden. Die Roboterzelle besteht einmal aus dem Roboter UR5, einmal aus einem Tray, der die Leitungsgruppen bereitstellt und der Halterung für die Platine. Der Roboter nimmt dann die Leitungsgruppe auf, steckt diese auf diese Platine und der Mitarbeiter entnimmt dann die Platine und setzt eine neue dafür ein. Ja, ich werde einmal den Arbeitsgang demonstrieren. Ja, hier sieht man, dass der Roboter jetzt die Leitungsgruppe aufnimmt. Und die Leitungsgruppe in die erste Platine einsetzt. Jetzt geht der Roboter zu der zweiten Platine über und steckt dort den Stecker ein. So, jetzt wird die Platine ausgetauscht und eine neue eingesetzt. Währenddessen nimmt der Roboter schon die zweite Leitungsgruppe auf. Hier kann man es noch einmal sehen, dass der Roboter erst die erste Platine bestückt und jetzt sich zur zweiten wendet. Um eine Verletzung des Menschen zu verhindern, ist der Roboter so eingestellt, dass er maximal mit 50 Newton drücken kann. Das bedeutet, dass ungefähr ein 5 Kilo schweres Objekt auf den Finger drückt. Diese Stelle hier wurde dafür programmiert, ebenfalls die Stelle in der zweiten Platine und die Stelle hier am Tray. Wenn der Roboter eine höhere Belastung als 50 Newton misst, fährt er einfach wieder in seine Ausgangsposition, wartet dort 2 Sekunden und fährt dann wieder herunter, bis das Hindernis entfernt wurde. Die 50 Newton werden durch eine ISO-Norm festgelegt. Das wäre die Norm 150/66. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und Sie können sich jetzt mehr unter der Mensch-Roboter-Kollaboration vorstellen. Vielen Dank für Ihr Einschalten.